Hi, André hier. Warum wird es immer schwieriger, erfolgreich zu werden? Dazu möchte ich etwas mit dir teilen, was mir in den letzten Jahren immer mehr auffällt. Und zwar ist mir in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen, dass wir alle, also vier alle zusammen, immer mehr zu Quickfix- und Dopamin-Junkies werden. Was genau meine ich damit? Und zwar, Dopamin ist ja ein Glückshormon, das wird ausgeschüttet, wenn ich mich entweder einen Schritt auf mein Ziel zubewege oder wenn ich etwas sehe, was ich für erstrebenswert erachte und denke, okay, da bewege ich mich jetzt mal hin, dann bekomme ich eine Dopaminausschüttung. Ist ja gut, ne? Dopamin, Glückshormon, ja, Pixar, duba. Das Problem mit dem Dopamin ist, also es macht ziemlich schnell süchtig. Ne? Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele nicht aufhören können zu spielen. Weil sie dann immer jeder für jedes Spiel so eine kleine Dopaminausschüttung kriegen. Und ja, das ist wirklich wie eine Sucht dann. Übrigens auch hier mit so Handyspielen und so. Hey, neues Level, yeah! Neues Dopamin für mich, genau. Und es wäre es natürlich leicht, auf die Spieler zu zeigen, ja, die sind ja dopaminsüchtig und so. Ne? Geht mich ja nichts an, was habe ich damit zu tun? Überhaupt. Ne? Doch wenn wir uns mal unser Verhalten angucken auf den sozialen Medien, sagen wir, Facebook, Pinterest und so, da stellen wir fest, dass das genau dasselbe Prinzip ist. Da gibt es einen kleinen Kick und wow, yeah, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will schneller mehr. Und das ist etwas, was ich beobachtet habe in den letzten Jahren einfach, dass Leute immer schneller, immer mehr wollen. Und zwar immer den nächsten Kick, den nächsten Kick, den nächsten Kick. Und dabei oftmals auch wirklich gar nicht mehr genießen, wo sie eigentlich sind oder was sie gerade machen. Ich habe das zum Beispiel beobachtet auf... letztes Jahr war ich in Sindelfing, war ich mit Monja in Sindelfing, waren wir bei den Fantis auf dem Konzert. Und immer wieder geil, Fanta-Konzert, so, ne? Und es war nicht mein erstes Konzert. Das heißt, ich gehe ja seit vielen Jahren, besuche ja die Fantas, wenn sie irgendwo sind und so. Und gehe aufs Konzert und gehe abfeiern und so. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich hier nicht durch die Schlammpampe laufe. Also nicht ganz so. Es hat ein bisschen geregnet, es ist noch ein bisschen feucht hier im Wald. So, genau. Also, wir waren auf dem Fanta-Konzert, das war richtig geil. Was mir allerdings aufgefallen ist, zwei Dinge eigentlich. Zum Ersten, es waren natürlich ganz viele Leute da, die das Konzert nur noch durch ihr Handy wahrgenommen haben. Das heißt, sie haben gar nicht mehr auf die Bühne geguckt oder so, sondern nur auf ihr Handy und haben dann quasi so, ne, so. So haben die geguckt, das heißt, da war gar kein unmittelbarer Kontakt mehr da, sondern die haben das Ganze nur noch durch ihr Handy wahrgenommen. Und das Zweite, was ich ganz, ganz spannend fand, war, dass auch ganz viele Leute waren, die gesagt haben, okay, also es war so die Stimmung, die auch rüberkam. Okay, das Lied kenne ich. Nächste. Nächste. Und die gar nicht mehr reingegangen sind in dieses Lied, sondern, ah ja, kenne ich. Nächste. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und die Fantis, clever wie sie sind, haben das auch so ein kleines bisschen bedient, indem sie ihre Lieder kürzer gespielt haben. Und natürlich auch schneller neue Dinge gebracht haben. Das heißt, die haben da auch jemanden sehr Cleveres, der das gut genau beobachtet und so. Und das heißt, alle suchen immer schneller nach dem nächsten Kick, nach dem Neuen, neu, neu, neu. Und ist ja auch zu beobachten zum Beispiel, nimm doch einfach mal jemandem in deiner Umgebung, nicht dir selber natürlich, nur jemand anders mal, nimm dem doch mal für 5 Stunden sein Handy weg. Und dann guck mal, was passiert. Wie viele Menschen können denn wirklich mal einen Tag, zwei ohne Huffington Post, Bildzeitung, WhatsApp, Messenger, Facebook und so weiter, wie lange kommen die damit aus? Oder ohne aus? Und das ist genau dieser Dopaminkick, dieses Neu, Nächste, Neu, Nächste, Neu, kenne ich, Nächste, Neu, kenne ich, Nächste, Neu. Und genau das ist nämlich auch das Problem, warum so viele Menschen heutzutage es auch ganz, ganz schwer haben mit dem Erfolg. Denn, und es schließt sich der Kreis, um erfolgreich zu werden, musst du an einer Sache dranbleiben. Das heißt, du kannst nicht immer das Nächste, das Nächste, das Nächste machen, sondern du musst wirklich mal fokussiert, konzentriert an einer Sache dranbleiben. Und du musst vor allen Dingen auch mal 1 Stunde am Stück arbeiten können. Und zwar ohne, dass du nach Facebook abhaust, ohne, dass du deine Mails checkst, ohne, dass du dein Telefon rausholst und hat vibriert, ne? Nur vibriert, ich guck nur mal ganz kurz, ne? Das heißt, um wirklich erfolgreich zu sein, müssen wir uns fokussieren können, und zwar laserscharf. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit lenken können. Und das verlernen ganz viele Menschen, weil sie sich in den ganzen Tagen in diesem neuer Kick, neuer Kick, neuer Kick-Rausch befinden. Und meine Idee ist, mach das doch einfach mal wirklich bewusst. Ich habe das letztlich mal gemacht, ich wollte das mal ausprobieren. Habe mir einen Timer gesetzt für 40 Minuten auf Pinterest.
Ich bin wirklich 40 Minuten, ich Pinterest, sag, oh geil, da was Neues. Und hier Surfbretter und Longboards und Beachbilder und so. Und Hunde, Kängurus, Delfine, alles. Ne? So, wieder durchgeklickt und so, gesappt und tschu und so. Und hab das mal wirklich für 40 Minuten gemacht. Das Problem war, nach diesen 40 Minuten war ich sowas wie brain dead. Das heißt, ich konnte nicht mehr klar denken. Ich konnte nicht mehr wirklich fokussiert arbeiten. Das ist ganz, ganz witzig. Du musst das wirklich mal machen. Denn da werden Substanzen freigesetzt, auch in unserem Körper, also physisch, die dafür sorgen, dass wir uns gar nicht mehr richtig konzentrieren können. Weil wir immer das Nächste suchen. Und das heißt, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du lernen, diese Dopamin-Kicks auch wirklich nur dosiert einzusetzen und nicht in diese Falle zu laufen. So, ah, nächste neu, kenne ich noch nicht. Ha, ha, das da kenne ich schon. Ja. Ne? Schon gesehen. Mein neues, mach ich neu. Denn eine der Grundregeln für Erfolg lautet, die kleinen Dinge regelmäßig getan führen zum Erfolg. Und dafür müssen wir die kleinen Dinge auch regelmäßig tun. Und das ist meistens ziemlich langweilig. Ne? Langweilt mich. Oh, langweilig. Guck mal von oben. Das ist was Neues. Aber es ist langweilig. Ne? Jeden Morgen dieselbe Yoga-Routine zu machen. Ein Buch vielleicht nicht nur einmal zu lesen, sondern vielleicht dreimal, bis man es auch wirklich aufgenommen hat. Immer wieder an dir selbst zu arbeiten, vielleicht dich immer wieder hinzusetzen für die Meditation. Energietechnik immer wieder und wieder und wieder zu machen. Und nicht nach der neuesten Technik Ausschau halten, nach der neuesten Technik, sondern einfach mal ein paar einfache Dinge nehmen, die funktionieren und die wirklich tun. Das ist das, ja, geheim, also geheim ist das ja gar nicht. Aber das ist das Rezept für Erfolg. Kleine Dinge regelmäßig zu tun. Und deswegen, lauf nicht in diese Dopamin-Kick-Falle, sondern wenn du das machst, entscheide dich sehr bewusst dafür, setz dir Zeiten dafür, macht ja auch Spaß, ist ja okay. Ne? Aber dann mach diese Dinge auch aus und fokussiere dich auf das, was du tun willst.